Hallo Menschen, ich muss den zweiten Teil des Urlaubsvideos mal ein bisschen unschön erstmal beginnen. Es ist jetzt tatsächlich schon 4 Tage später. Und ich habe auch eigentlich am Montag noch gefilmt, da haben wir eine total schöne Route, das werde ich euch dann auch gleich noch einblenden. Aber am Dienstag hatte Balu einen epileptischen Anfall, zum ersten Mal. Ich werde in einem normalen Vlog, jetzt nicht in diesen Wandervideos, da nochmal detailliert drüber sprechen, weil als erstes hat uns das total fertig gemacht und mitgenommen und das wühlt mich immer noch auf. Und zweitens wollte ich aber auch quasi so ein bisschen einen Hinweis an andere Hunde, Menschen geben, was in so einem Fall halt vielleicht getan werden kann, weil wir waren halt auch total überfordert in dem Moment und im Nachhinein wissen wir es ein bisschen besser. Aber ich wollte es auch im Wandervideo erwähnen, weil es halt ja, auf jeden Fall Einfluss darauf hatte, wie der Urlaub jetzt noch aussieht. Also direkt danach hatte ich erstmal, ich war jetzt wirklich so, wie ich habe also weder Lust zu filmen, noch, also nicht mal auf Wandern hatte ich Lust. Ich habe auch irgendwie keine Lust, die ersten Aufnahmen in so einem Video zu machen und hin und her, aber ja, habe auch viel mit meinem Partner geredet, auch viel drüber nachgedacht. Im Endeffekt, na, da kommt doch. Im Endeffekt ändert sich ja nichts und man muss, oder was heißt man muss natürlich gar nichts, aber irgendwann muss man auch wieder ein bisschen zur Normalität zurückkehren. Und das bringt Balu auch nichts, wenn ich jetzt quasi nicht wandern gehe. Und da hat auch mein Partner recht, gerade das Wandern nimmt immer so eine große Last von uns, das macht den Kopf übelst frei. Das heißt, ja, wir haben dann halt doch, ja, wir waren doch wieder draußen und auch Balu ist ja an sich körperlich, ist ja jetzt nichts, es ist halt eine neurologische Sache. So ein epileptischer Anfall, beziehungsweise bei Hunden sagt man wohl Epileptoform, aber wahrscheinlich ist das andere Video, in dem ich detailliert darüber spreche, auch schon online. Ich wollte es hier nochmal da lassen, es hat wirklich eine Weile ja, irgendwie gedauert, hat, bis ich mir wieder dachte, ja, ich habe überhaupt wieder Lust, was anderes zu machen, außer mir Sorgen um den Hund. Und jetzt wird es langsam wieder. Ich glaube, es war halt wirklich gut, ihn dann auch mal wieder über eine Wiese rennen zu sehen, dass man merkt, okay, eigentlich, ja, ist ein quietschfideler, an sich gesunder Hund, nur diese Sache war halt irgendwie total einschneidend und belastend. Genau, ich glaube, ich mache jetzt erstmal weiter. Also die Wanderung vom Montag, die eigentlich ja total anstrengend, aber total schön war. Und das, ja, blende ich jetzt erstmal die Aufnahmen davon ein. Hallo Menschen, wir sind heute zu dritt auf dem Weg aufs Grubhörndl, auch 1700 noch was. Balu ist heute ganz schön anstrengend, muss ich zugeben. Er zieht viel oder zieht auch in doofe Richtungen und zieht uns in Schlamm und so. Aber es geht und wir haben gerade so den ersten Rastplatz erreicht, eine Alm mit B. Ich merke mir den Namen, Bjergfell oder so, ich blende es nochmal ein. Und die Aussicht ist phänomenal. Der Weg hier war eigentlich auch ganz schön, viele wieder Waldstrecken mit Moos und Steinen und hast du nicht gesehen. Und jetzt am Ende war halt nochmal so ein richtig schöner Hang, auch mit Kühen. Da haben wir mit Balu auch ein bisschen eine größere Runde drumherum gemacht, weil er zwar total lieb ist, aber immer wenn er etwas nicht kennt oder er neugierig ist, dann rennt er auch gerne hin und weg und hin und weg. Und da wollten wir keine der beiden Tierarten unnötig aufregen und sind so ein bisschen drumherum gelaufen. Und ansonsten ist es eigentlich eine übelst schöne, aber auch wieder sehr anstrengende, also für uns anstrengende Strecke. Und die Aussicht macht es aber alles wieder wett. So, 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 so schön. Jetzt machst du Pause, ja? Nachdem wir Pause gemacht haben. I'm in love with the salt on your skin, where you've been.
the soles on your skin, with the soles. I'm in love with the soles on your skin, where you've been, my love. I'm in love with the soles on your skin. Diving with me, let's take this love so deep. You and the sea is all I'll ever need. Diving with me, let's take this love so deep. You and the sea is all I'll ever need. 'Cause I'm in love with the salt on your skin, where you've been, my love. I'm in love with the salt on your skin, with the salt. I'm in love with the salt on your skin, where you've been, my love. I'm in love with the salt on your skin. I'm in love with the salt on your skin, where you've been, my love. I'm in love with the salt on your skin, with the salt. I'm in love with the salt on your skin, where you've been, my love. I'm in love with the salt on your skin. So, haben wir uns auch noch mal schön verlaufen gerade. Ging ein übelst breiter Weg in die eine Richtung, wo wir auch dachten, ja, da ist doch dann die Alm. Nee, es war falsch. Der Weg endete. Jetzt sind wir richtig, wir haben auch die Wegmarkierung gefunden und jetzt müssen wir uns aber drastisch schnell beeilen, weil die Bahnstation nur noch so eine Stunde auf hat und wir wollen mit Balu und Erchert auch mit uns jetzt nicht noch bis runterlaufen. Und jetzt sind wir etwas demotiviert, weil wir den ganzen Weg zurück müssen, aber es ist immer noch schön. Schwenk! Am Dienstag, halt, nachdem wir in der Klinik waren, haben wir dann halt gar nichts gemacht. Ich habe auch nicht gelesen, ich kann euch gar nicht sagen, wie ich den Tag eigentlich verbracht habe. Ich glaube, ich war auch irgendwie viel auf Instagram oder vielleicht mein YouTube-Video geguckt, aber also ich habe irgendwie gar nichts richtig aufnehmen können. So großartig hatte ich wirklich da und habe irgendwie nachgedacht oder eben auch ja, viel mit meinem Partner geredet und ja, den Hund gestreichelt und hin und her. Aber am Mittwoch haben wir dann tatsächlich schon wieder so was Kleines gemacht. Wie gesagt, also es ja, bringt ja auch nichts oder tut dem Hund ja auch nicht gut, wenn wir jetzt irgendwie gefühlt gar nichts mehr machen, nicht mehr rausgehen, geht ja nicht. Also, aber es hat wirklich ein Stück gedauert, bis da, oder es ist auch immer noch nicht so weit, dass irgendwie jetzt total Normalität eingekehrt ist. Auf jeden Fall waren wir am Mittwoch an der Vorderkaserklamm direkt da mit rein, haben wir Balu nicht mitgenommen. Sind halt relativ viele Stufen, das kann der schon, aber gerade bei großen Hunden soll man ja ein bisschen auf die Gelenke achten. Aber der Weg dahin war auch schon total schön. Ich habe mich nur ein bisschen geärgert, mein Pferd hatte unten hin und da ist ein großer Wanderparkplatz, kostet 4 Euro Tagesticket. Das ist okay für so ein Urlaubsgebiet und wir haben es auch schon gesehen, da geht eine, zwar enger, aber es geht auch eine Straße weiter. Wir haben uns aber gedacht, okay, also hier ist ja eindeutig der Parkplatz und da unten beginnt auch der Wanderweg, beziehungsweise so Erlebnispfad oder so hieß das eben auch so mit ja, Spielplätzen für Kinder oder halt so ein paar Informationen über die Steinzeit und so. Aber wie wir dann halt oben gesehen haben, also die Straße geht halt direkt wirklich bis hin, also man kann bis zu dieser Klamm fahren und oben der Parkplatz ist kostenlos. Also ich meine, der Weg dahin war total schön und mich stört das Laufen nicht, im Gegenteil, das war ja auch super für Balu, aber ich finde, man sollte es unten, glaube ich, irgendwie ein bisschen deutlicher machen. Also so, wer den Erlebnispfad gehen möchte, der muss halt unten parken und zahlt die 4 Euro, okay, aber wer das halt nicht braucht, der kann halt auch gleich hochfahren. Also fand ich, hätte man vielleicht irgendwie online vielleicht vorher nochmal googeln können, ob das irgendwo steht, aber war ein bisschen ärgerlich. An sich, die Klamm ist schon cool. Also ich mag halt, ich liebe diese Felsformationen und wie sich dann Wasser halt so seinen Weg durch die Steine bahnt. Ich habe, glaube ich, schon, was ist der Plural von Klamms, gesehen, die irgendwie vom Wasser her, also beeindruckender war, wo das Wasser auch jetzt eben heutzutage irgendwie noch, ich sage jetzt mal so, auf eine coolere, auf eine schönere, auf eine beeindruckendere Art da noch ja, durchsprudelt. Also das hier war halt irgendwie eher ja, interessant von den Felsen her und ich finde es halt auch irgendwie immer, also natürlich ist es ein derber Eingriff vom Menschen, da diese Stege zu bauen, aber irgendwie finde ich auch das beeindruckend, also wie man da
ja, sicher durch solche Felswände eben so eine Formation baut, sodass da Menschen drüber gehen können. Also hat mir schon ganz gut gefallen. Und danach sind wir nochmal zur Lamprechtshöhle. Das ist auch für uns kostenlos, weil man kriegt ja so eine Summercard, wenn man halt hier die Kurtaxe bezahlt oder so. Und da haben wir bei Ludwig kurz mit reingenommen. Ich glaube, das fand er insofern auch ganz cool, weil da drin war es schön kühl. Also das war auch für uns ganz wunderbar, aber auch da gab es dann eine Stelle, da bin ich mit ihm zurück und mein Partner ist rein, weil da einfach etwas zu viele Stufen sind. Das muss man ihm ja dann auch nicht antun. Ich mag die Höhle, die haben das halt so ein bisschen ausgeleuchtet. Das war schon eine ganz hübsche, schöne, interessante Sache, aber man muss es jetzt ja unbedingt nicht mit dem Hund übertreiben, zumal es ihm ja, glaube ich, auch, also ja, Baloo läuft und entdeckt gerne, aber ja, ich glaube, die Höhle hätte ihm jetzt nicht so viel gebracht. Also da rennt er, glaube ich, lieber über eine Wiese. Und ansonsten war der Tag auch ganz ruhig. Also auch wenn die Tierärztin gesagt hat, dass es jetzt nicht nötig ist, quasi jetzt total ruhig anzugehen mit ihm, haben wir ja dann nichts großartig mehr gemacht. Und heute ist jetzt quasi die Solo-Wanderung für meinen Partner, was ich ja am Sonntag im ersten Video gemacht habe. Da ist mein Partner heute nochmal hoch. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also entweder hat er perfektes Wetter, wo halt so ein paar Wolken zwischen den Bergen hängen, oder er hat irgendwie gar keine Sicht, weil heute früh war es schon sehr bewölkt und zu. Aber als ich dann mit Baloo hier unten halt so eine kleine Runde gelaufen bin, da hat dann die Sonne so langsam ein paar Wölkchen weggeleckt und ich dachte, das könnte vielleicht auch cool sein. Aber ja, mal gucken, was er berichtet. Vielleicht kann ich auch mal ein Foto einblenden, was, falls er irgendwas Schönes gemacht hat. Und wie gesagt, ich bin mit Baloo heute nur eine ganz kleine Runde hier unten gegangen. Ich weiß nicht, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder so war das. Also für Baloo und mich ist das Kleine. Er ist ja ein großer Hund, der schon viel Auslauf braucht, und ja, er ist auch ja ganz ruhig noch. Ich glaube, an sich ist es ja auch, also unabhängig von diesem Anfall, nicht verkehrt, oder also stört ihn jetzt auch nicht, wenn man zwischendurch mal Tage hat, in denen eben, an denen nicht so viel los ist und auch mehr Ruhe. Und ja, wie es jetzt noch so weitergeht, also es soll jetzt, glaube ich, sowieso auch hier immer ein bisschen bewölkt und kühler sein, was auch eigentlich auch ganz angenehm ist. Also wir hatten ja wirklich nochmal einen richtig goldenen Herbst die Tage vorher, oder wie sagt man, goldener Herbst? Goldener Sommer, Spätsommer, Altweibersommer, keine Ahnung. Also wirklich richtig schönes Wetter für so Mitte September, und ist auch vollkommen okay, wenn es jetzt so ein bisschen regnerisch, schneblig wird. Aber wahrscheinlich werden die nächsten Tage allgemein noch irgendwie so ein bisschen ruhiger. Also weil auch wenn ich mich schon freue, dann mal wieder halt zu wandern und ja, wie gesagt, den Kopf so frei zu kriegen. Ich glaube, so komplett unbeschwert bin ich halt jetzt einfach noch nicht wieder. Ich glaube, das dauert auch noch ein ganzes Stück, bis dann. Also ich gebe euch mal nur ein kurzes Beispiel. Manchmal, wenn Baloo sich so richtig dolle kratzt und da zum Beispiel an der Wand sitzt, dann wackeln tatsächlich so ein bisschen die Wände. Und das hat er jetzt schon zweimal gemacht, und das war, ich habe wirklich so kleine Flashbacks. Mein Herz hat sofort angefangen zu bummern, weil das irgendwie genau dasselbe Geräusch war, wie er bei diesem epileptischen Anfall gemacht hat. Und das sind nur so Kleinigkeiten, aber wo ich merke, dass halt ja so eine komplette Grundruhe ist irgendwie noch nicht wieder drin. Ich glaube, es ist auch normal. Also selbst wenn man da nichts machen kann, man kann ja auch, also wenn so ein Anfall wiederkommt, dann kommt er halt wieder. Also das kann man jetzt nicht vorausahnen, wann das passiert, aber irgendwie ja, brauche ich, glaube ich, noch so ein bisschen, um wieder komplett locker durch die Welt gehen zu können. Aber ja, schauen wir mal, was wir die nächsten Tage dann noch so machen. Hallo Menschen, ich komme halt mal zu euch nicht in meinem gewohnten Schwarz, sondern in einem wunderschönen Babyblau. Das habe ich von meiner Oma, also geerbt, sie lebt noch, aber sie hat es mir halt vermacht, weil sie nicht mehr so viel draußen unterwegs ist. Und eigentlich wollten wir heute wieder mal was zu dritt machen, eine leichte Runde, die eigentlich nur so lang ist wie Baloos normale tägliche Runden eben, aber er hat heute früh Durchfall. Wie gesagt, das hat er jetzt nichts mit dem Anfall zu tun, und wir haben gedacht, komm, dann lass uns ruhig angehen, dann fahre ich jetzt gerade in der Gondel allein hoch, und oben gibt es so einen Rundweg mit 3,5 Stunden in der Richtung, in der wir noch nicht waren. Also auf der Lofrenalm waren wir zwar schon, aber geht es hinterher noch zur Tälernalm, und ja, schauen wir mal,
ob ich irgendeine Aussicht habe, weil auch heute ist es wieder sehr, sehr, sehr bewölkt. Das kann natürlich total stimmungsvoll und schön sein oder halt total schief gehen, aber ja, wir wollten den Tag jetzt auch nicht so total ungenutzt lassen und deswegen ja, bleibt mein Partner Balu unten und ich guck mal, wie es da so in oder über den Wolken aussieht. Also, ich überlege tatsächlich, ob ich vielleicht doch umkehre, weil manchmal ist vielleicht der Weg das Ziel und man braucht sich immer eine bombastische Aussicht, aber ja, ich jetzt 2 Stunden irgendwo hinlaufen will, um dann genauso 30, 40 Meter lang ins Nichts stand zu können. Ich gehe mal noch ein bisschen, mal gucken. Habe ich tatsächlich ein bisschen eine andere Meinung, aber ich sehe die Bauernseite. Ich bin halt nur jemand, der halt auch kein Fleisch und keine Milch konsumiert. Insofern bin ich pro Wolf. Aber ja, hängt natürlich irgendwie auch so ein bisschen die Existenz vieler Menschen dran. Müsste sich grundlegend so ein bisschen was ändern. Okay, ich drehe tatsächlich um. Das Gute an der Sache ist, dass es mir so ein bisschen, wie soll ich sagen, Sicherheit gibt mal, also warte, in Gewitter möchte ich im Hochgebirge trotzdem nicht unbedingt erleben, aber jetzt hat man halt zumindest mal so ein bisschen andere Elemente erlebt und es ist nicht, also man muss nicht vor allem Angst haben. Also nicht falsch verstehen, natürlich muss man vorsichtig sein, wenn jetzt irgendwie hier Sturzbach, Regen gerade wäre, aber einfach nur, dass man vielleicht so über die Jahre so ein bisschen eine Sicherheit aufbaut, ja, dass man eben auch nicht nur bei Sonnenschein wandern gehen kann, was wir also in Dresden und Umgebung sowieso wissen, aber im Hochgebirge bin ich einfach noch so ein bisschen vorsichtig und jetzt ist einfach so mal so eine gewisse Gewöhnung eben an Regen oder ja, Nieselwetter zumindest. Was ich allerdings mache, ist nicht so viel mit der Bahn runterfahren, sondern ich gucke mal, wie es so zwischen End- und Mittelstation aussieht, ob man da vielleicht ein bisschen mehr sieht, vielleicht mal was Schönes filmen kann, weil das, also klar, es ist atmosphärisch, aber nur Nebel filmen ist vielleicht jetzt auch die Suhbombe. Die haben aber große Hörner. Ich glaube, da gehe ich woanders lang. Ich habe bestimmt gerade noch mal minus 500 Vegan-Punkte gesammelt, weil ich meinem Partner von hier oben den Bergkäse mitgebracht habe. Was tut man nicht alles aus Liebe? Vielleicht nochmal 2 Worte dazu, falls ihr euch wundert, warum ich sag mal, so gut drauf bin, obwohl ich euch ja auch gerade erst das mit Balu erzählt habe auf dem Anfall. Aber es ist wirklich so, dass das Wandern mir unglaublich hilft, loszulassen und da einfach so ein bisschen die Stimmung hebt.
Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt in dem Video hier erwähnt habe. Ich bin halt ein Mensch, der wirklich ganz viel mit sich selber redet. Und das habe ich mir dann auch die ganze Zeit gemacht. Das waren halt zum Glück auch total wenige unterwegs. Und falls welche unterwegs waren, dann habe ich es im Nebel nicht gesehen. Und auch das hilft halt nochmal. Also ich, wie gesagt, ich habe natürlich auch ganz viel mit meinem Partner geredet, aber das irgendwie nochmal so ein bisschen mit mir selber dann auch nochmal auszumachen. Und das halt so in der Natur, das sorgt wirklich dafür, dass ja, also ein bisschen leichter wird. Natürlich ändert sich nichts an den Fakten und wir müssen in Zukunft schauen, wie wir damit umgehen, falls es nochmal passiert und so weiter und so fort. Aber das gibt mir zumindest mal halt jetzt so 1, 2, 3 Stunden durchatmen.